im Jahr 1952 habe ich mich in Kirchheim als Facharzt für Frauenkrankheiten und Entbindung niedergelassen und fand dort in einem Altersheim mehrere Stationen, mehrere Betten vor, die in ein Entbindungsheim gehörten. Das Ganze war ein familiärer Betrieb, nur habe ich dann etwas mal angefangen, die Sache zu modernisieren, konnte also von der Stadt auch ein richtiges Entbindungsbett anschaffen und auch Instrumente und sonstige Gegenstände besorgen, die die ganze Sache etwas moderner machte. 1700 so und so viel. Also Ende 1700. Leider sind die Unterlagen verkommen. Die liegt mir besonders am Herzen. Vor allen Dingen schlägt die auch, ich höre sie also nachts schlagen. Und das ist nicht ärgerlich, sondern ich freue mich jedes Mal, wenn ich die höre. Und so ging das die ganze Weile weiter, bis noch weiter, bis zu den Jahren, wo ich kann Ihnen jetzt nicht mehr sagen, die Löhne um 15% gestiegen sind. Das konnte also die Stadt nicht mehr mitmachen. Zumal auch im Hintergrund das Krankenhaus in Bad Sohn anfing zu arbeiten. Und die waren natürlich viel moderner und besser ausgerüstet. Und somit haben die uns auch die Entbindung abgenommen, sodass wir nicht mehr genug zu tun hatten. Meine Frau hat ja in der Sprechstunde geholfen und kannte also auch die Frauen, die dann zur Entbindung kamen und hat das miterlebt, die Entbindung direkt, ja indirekt miterlebt, weil ich ja die Entbindung durchführte und wenn ich nach Hause kam, wurde man natürlich ausgefragt, was ist es denn geworden? Als die Wehen anfingen, dann haben wir gerade einen Reisbrei gegessen. Den habe ich so gern gegessen, in der Zeit, jetzt nicht mehr. Und da hat meine Mama gesagt, jetzt ist Schluss, jetzt kriegst du nichts mehr zum Essen, sonst fängst du noch an und brichst da oben. Jetzt gehen wir los. Gell? Dann sind wir losgegangen und prompt die Außentreppe, das ist die Steintreppe, zack, raufgefallen. Tat so schön am Knien weh. Und bei der zweiten Entbindung bin ich wieder dieselbe Treppe raufgefallen. Zwei Kinder? Haben Sie oben entbunden? Zwei Kinder habe ich oben entbunden, ja. Wann war das? 55 und 59. Und auch schon groß. Haben selber schon Kinder. Zeit geht rum. Klasse. Ich danke nochmal.